Also den Kuchen ist gebacken, die Rotweintorte und jetzt der Puderzucker, den habe ich schon gerichtet. Normal eine größere Portion vom Puderzucker lasse ich hell und dann ganz kleine Menge Puderzucker mische ich dann mit Kakao. Ungefähr ein Esslöffel Kakao und ein Esslöffel Puderzucker, so etwa. Jetzt habe ich wieder einen Plastikbeutel liegen und da schneide ich das nach der Naht, das Stück, was da übersteht, bis daher ab, dass das nachher nicht im Guss drin hängt, aber noch kein Loch reinschneide. Ich habe jetzt die Tüte in ein Glas gestülpt, dass es sich besser befüllen lässt. Da kommt noch der schwarze Guss rein. Ich tue jetzt Teelöffel weiß Zitronensaft rein und rühre, bis es geschmeidig ist. Aufpassen, sonst wird es gleich zu flüssig. Hast du schon auch? Ja. Jetzt. Fülle den schwarzen Guss in die Tüte rein. Und da braucht man ja nicht viel. Jetzt richte ich den so schön hin, bis er an der Spitze ohne ist. Und erst dann schneide ich die Spitze ab. Schere ist stumpf. So. Jetzt gehe ich auf, das ist mein weißer Zuckerguss. Wenn man noch ein bisschen Wasser rein tue, ist ein bisschen zäh. Jetzt muss man das ziemlich schnell machen, das tickt ganz schnell ein. Mal noch einen Zahnstocher für nachher. Und jetzt, das geht jetzt ziemlich schnell. Ich habe ein bisschen wenig Guss, kein Puderzucker mehr gehabt. Verteilt mal schön. Der ist genau richtig von der Konsistenz. Kringel irgendwie drauf, das ist egal, das muss ja nicht so toll aussehen. Und durch das, dass der untere Guss noch nicht ganz fest ist, muss es ganz schnell gehen, dass er nicht fest wird. So. Reicht. Und jetzt nehme ich meinen Zahnstocher und verstreiche den von innen. Einfach so, das Muster ergibt sich jetzt halt, weil der untere Guss noch weich ist. Das mache ich mal da weiter. Das ist ein Spinnennetzguss, heißt der. Geht eigentlich gut, wenn man alles schön vorbereitet hat. Und das war's, glaube ich. Oder? Ist der toll? Super. Ja. Solange wie der untere Guss weich ist, so lang kann man da oben das Muster machen. Mein Schwarzer ist ein bisschen bröselig, da habe ich den Kakao nicht ganz verrührt. Das war's. Jetzt kann ich eigentlich da außen noch ein bisschen verstreichen, wenn man will. Könnte man auch den Schwarzen. Fertig. Okay.